kennst du vielleicht die Aktion Machen wir uns stark? Da geht es ja genau darum, dass die Flüchtlinge jetzt endlich arbeiten dürfen und eine Lehre machen dürfen. Weißt du das? Ja, schon, aber so viel ich mitbekommen habe, hat das Ganze einen Pferdefuß, weil ja nur diejenigen eine Lehre machen dürfen, die jünger als 18 Jahre sind. Das heißt also, es gibt ja in der Gesamtanzahl von Flüchtlingen die minderjährigen Flüchtlinge, die sind ein bestimmter Prozentsatz. Für die ist es gut, aber man müsste erreichen, dass praktisch alle Flüchtlinge die Chance haben, eine Arbeit zu finden, damit sie sich selbst erhalten können, damit sie auch Steuer zahlen. Und ich verstehe eines nicht, das Image der Flüchtlinge wird derartig schlecht dargestellt vom Innenministerium, von der Polizei. Aber man darf nicht vergessen, das ist eine ganze Industrie. Das sind Arbeitsplätze, die da geschaffen werden. Alleine wenn sie jetzt da in der Steiermarker Schubhaftzentrum machen wollen, da geht es um 50 Millionen Euro, die investiert werden. Das darf man nicht vergessen. Im Innenministerium sitzen genug Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als nur Abschiebe. Fälle zu haben. Ich habe mit einer Dame dort gesprochen, sage ich, wie halten Sie das überhaupt aus? Das ist ja, und die einzige Antwort, die kommt, ist, sie sind nie persönlich dabei. Weil wenn Sie das nämlich in die Augen der Leute schauen würden, welches Entsetzen ist, wenn Sie, bevor Sie abgeschoben werden, und das einmal sehen, ich bin hundertprozentig überzeugt, die könnten ihre Arbeit nicht mehr machen. Die werden sukzessive abgeschottet, damit sie ja keinen Kontakt mit Flüchtlingen haben, dass die nur eine Aktenzahl sind, sozusagen um möglichst wenig Beziehung aufzubauen, damit man das, diesen Job überhaupt machen kann. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich könnte es nicht. Zusammengefasst ist es so, dass eine Abschiebung und das Schubhaftzentrum und die Grundversorgung mehr kosten würde, als wenn er jetzt hier eine Ausbildung machen könnte und arbeiten und für sich selbst sorgen könnte. Also das heißt, das würde sich wirtschaftlich eigentlich rentieren, die zu fördern. Na, hundertprozentig. Nur das Problem wäre, die Polizei hätte kein Feindbild mehr. Mir ist dazu noch was eingefallen. Also die Österreicher hätten dann kein Feindbild mehr. Das muss man in erster Linie sagen, weil die Polizei, die ist eigentlich... Ich sage einmal, sie sind auch nur ihrer Chefin verpflichtet, der Frau Innenministerin. Was ich auch sagen will, also das ist richtig, also was du gesagt hast, also mit diesen unter 18, das finde ich auch sehr, sehr komisch, weil wahrscheinlich haben sie schon eine Erhebung gemacht, wie viele wirklich unter 18 sind. Was ich in Zukunft neugierig bin, weil es in Dreiskirchen gibt, diese Altersmessung, das heißt, es werden die Knochen untersucht, wie alt dieser Mensch ist. Das heißt, ich frage mich jetzt, weil es ist jetzt meistens so, dass sie älter machen und ob sie es jetzt jünger machen werden, damit diese politische große Errungenschaft erfüllt werden kann, bin ich schon sehr neugierig, weil dann haben wir wirklich eben mehr, wirklich 18, also unter 18, die eben dann eine Lehre machen könnten. Aber ich glaube nicht, sie werden dann halt eher wieder schauen, dass sie sie älter machen, so wie sie das jetzt auch schon tun. Das heißt, das werden sie wahrscheinlich schon wissen, dass es sehr wenige gibt, die unter 18 sind. Das ist wieder nur ein Tropfen am heißen Stein und es ist zwar eine Errungenschaft, aber es ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Viel zu wenig. فاتني الوقت راني همل فيكي تريشتي quando mi apaga faz parte da vida escura veja a lua veja a lua subindo tomando o seu lugar ondas de tristeza para apreciar ضيعتني وخليتيني فاتت ليام وليام وراني ندم ضيعتيني هيا وخليتيني فاتت ليام ايام ايام وراني ندم ندم وعلاش
Nur eine Erklärung noch. Wenn diese Tests gemacht werden, die sind ja auch sehr teuer. Also die Knochentests, oder? Das ist ja auch ein Wahnsinn, oder? Ich meine, wenn man das alles zusammenrechnet, ist das wirtschaftlich eigentlich eine Industrie, eine Asylindustrie. Ja, eh. Sagt der Herr Michael Genner. Das stimmt ja auch. Es leben ja genug Österreicher davon. Wenn man sozusagen das ganze Fremdenwesen jetzt irgendwie reduzieren würde, auf ein Zehntel von dem, was derzeit ausmacht, da würden extrem viele Arbeitsplätze verloren gehen, von österreichischen. Was ich auch noch unterstreichen möchte, ich meine, Österreich haben wir wissen alle, dass Österreich in 10 Jahren, das jetzt sind sie schon mal 8 Jahre, zu wenig Menschen haben wird, die arbeitsfähig sind, die berufstätig sein können. Das heißt, wir haben da das Problem, dass wir zu viele ältere Menschen haben, die nicht mehr arbeiten, aber zu wenig jüngere, die arbeiten und uns eben auch ihre eigene und unsere Pension finanzieren können. Das heißt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, was ich auch schon manchmal irgendwie halt lächerlich finde. Jetzt schicken wir sie weg, jetzt schieben wir sie ab und dann holen wir sie wieder zurück, oder wie wird denn das sein? Weil wir brauchen diese Menschen. Österreich ist nicht so bevölkerungsreich. Und was ich auch noch sagen möchte, man redet immer von, ja, die Flüchtlinge, die kommen alle zu uns. Ich meine, das kann ich jedem sagen, der was in Nigeria war. Ich meine, so wie wir das sagen, also es ist nicht einmal ein Bruchteil von den Menschen, die von Nigeria kommen. Was ich auch sagen möchte, ich möchte jetzt den Österreichern sagen, es gibt Länder, die Menschen aus Nigeria akzeptieren. Und das sind durchwegs Männer aus Nigeria oder auch Frauen, das möchte ich jetzt gar nicht so verallgemeinern, das sind Wissenschaftler, die ihnen eben die Chance gegeben haben. Das heißt, wir könnten ihnen wirklich gerne diese Chance geben. Sie sind genauso intelligent wie wir. Man muss ihnen nur die Chance geben, ihr Wissen eben zu verfestigen und zu erweitern. Und dann können wir genauso, und ich finde es eigentlich traurig, dass nur in Österreich es nicht möglich ist, dass ein Mensch aus Nigeria, sage ich jetzt einmal, Chefkoch sein könnte. Das ist schon zu viel. Der muss Teller waschen. Und jetzt frage ich mich halt, wie weit sind wir davon der Sklaverei weg und was haben wir wirklich für eine Achtung und Respekt von Menschen, die aus Nigeria kommen? Und warum, glaube ich, die Österreich so abgesehen haben auf Nigeria, weil eben das Land so groß ist, weil es ist das bevölkerungsreichste Afrikas, vom Kontinent Afrika. Deswegen sind halt ein bisschen mehr Flüchtlinge von Nigeria da wie von anderen Ländern. Aber das heißt nicht, dass man gerade weil es mehr sind, dass man sich deswegen mehr segieren muss. Und was ich auch sagen will, was heißt Flüchtlinge sind zu viele? Ich meine, ob man jetzt die Augen zumacht oder nicht, aber man kommt nicht darüber hinweg, die Flüchtlings...